Die Idee zu Fastfilm entstand während der Arbeit am Ton von Copyshop. Wir haben damals sehr viele Papiere zerrissen, um das Geräusch von zerreißendem Papier für den Film zu erzeugen. Und am Abend lagen dann am Boden die ganzen Bilder von Copyshop. Und ich habe dann plötzlich gesehen, dass auf diesen Bildern ein Mann geht. Und da lagen also Objekte am Boden mit einem gehenden Mann. Und da ist mir schlagartig die Idee gekommen, dass man daraus eigentlich einen Film machen könnte. Das heißt, man nimmt Einzelbilder aus Filmen und faltet diese zu Objekten und macht aus diesen Objekten einen neuen Animationsfilm. Insgesamt wurden etwa 1200 Filme herangezogen und ich glaube etwa 400 Filme wurden verwendet für Fastfilm. Und aus all denen wurden Teile herausgeschnitten, die dann zu einem neuen Bild zusammengesetzt wurden. Durch die Fülle an Material, mit der wir es zu tun hatten, war es notwendig, ein System zu entwickeln oder eine Vorgangsweise, die einerseits sehr geordnet war, um das Ganze zu organisieren, andererseits aber sehr viel Freiraum erlaubt. Was ziemlich interessant war, war die Szene mit dem Zugabsturz. Zu der hinzufinden, wie das ausschauen wird und wie das Ganze entsteht, hat sich letztendlich eigentlich über ein halbes Jahr hinzogen. Also das war möglich dadurch, dass wir halt parallel an sehr vielen Sachen gearbeitet haben. Die letztendliche Lösung hat sehr lang gedauert, eigentlich dorthin zu finden, um es trotzdem in der Zeit in dem Maß zu machen. In der Zugszene, als wenn der Zug abstürzt, gibt es ein Auto, das das Papier zerfetzt. Und das war die erste Animation, die so stehen gelassen wurde. Die Ästhetik des Films kommt nur durch die menschliche Handlung zustande. Wir haben von Anfang an immer gesagt, wir wollen, was geht, drinnen einen Animationstisch machen. Die Einstellungen sind komplizierter geworden, die Bewegungen komplizierter, die Objekte. Und zum Schluss ist es dann so eine Mischung geworden aus einem großen Teil Nachbearbeitung, einem großen Teil Animation. Fastfilm ist ein von der Idee her, einfach von der Ästhetik her, vom Look her am Computer nicht machbar. Es wäre zu klar gewesen, dass es ein digitaler Look ist. Einfach das Wackeln der Animation, die Struktur des Papiers, all das so hinzubekommen, dass es auch wirklich echt wirkt, wäre am Computer nicht möglich gewesen. Der Film erlaubt, denke ich, einen relativ großen Interpretationsspielraum, weil man ihn auf verschiedene Arten lesen kann. Also entweder man beobachtet die Filme und sucht für sich irgendwie Verknüpfungen und beobachtet, dadurch entsteht eine Reise in der Filmgeschichte. Oder man beobachtet den Bezug zwischen Objekt und Film und verfolgt so die Geschichte. Fastfilm ist sicher der Film, bei dem ich am wenigsten vorhersagen kann, wie er wahrgenommen wird, weil er so komplex ist, dass man überall hinschauen kann und andere Filme sieht. Entsprechend schneidet jeder Betrachter des Films Fastfilm auf seine eigene Art. Ich glaube, dass der Film dadurch noch schneller ist, als er eigentlich ist. Und je öfter man ihn sieht, desto mehr wird man erkennen, was wir eigentlich gemeint haben mit dem Film und welche Geschichte Fastfilm selbst erzählt und nicht die Filme im Fastfilm. Also wenn man das erste Mal sieht, ist es echt total intensiv, total viele Sachen, die gleichzeitig da auf einen niederkommen. Und vielleicht gibt es jedes Mal anschauen, irgendwas Neues zu entdecken oder dass man mit der Zeit auch einen gerichteten Blick kriegt für Sachen und der Film gewinnt.